Moin, ich bin André Riekeler und seit dem 01.08.2016 in Marienhafe als Auszubildender zum Handelsfachwirt tätig. Nach meiner Bewerbung habe ich mich zwischen 30 Bewerbern beim Edeka Kruse Bewerbertag durchgesetzt und mir die Stelle zum integrierten Handelsfachwirt gesichert. Während meiner Ausbildung bin ich zuständig für die Spirituosenabteilung und dort für Warenbestellungen zuständig und dafür, dass wir immer die neuesten Sachen im Sortiment haben. Philippe Gesathauf. Ich habe am 01.08.2015 meine Ausbildung zur Verkäuferin bei Edeka Kruse in Brennhafen begonnen. Habe dieses Jahr meine Abschlussprüfung erfolgreich absolviert und bin jetzt im dritten Lehrjahr zur Kauffrau Einzelhandel. Mein Ziel ist es, auf jeden Fall Abteilungsleiterin in der Mopro-Abteilung zu werden, weil man hier bei Edeka besonders gute Aufstiegsmöglichkeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten hat. Ich bin Carsten Erdmann und ich mache seit dem 01.08. meine Ausbildung im Nahen Gut Kruse in Norden. Da wir unsere Fachkräfte selbst ausbilden, suchen wir zum nächsten Jahr erstmalig einen Auszubildenden zum Frische-Spezialisten. Bewerbt euch bis zum 31.01.2018 bei Edeka Kruse. Mach was aus dir! Bewirb dich bei Edeka Kruse!